So, Leute, wir hatten jetzt die VIP-Booster von Double Masters, wir hatten einen Boxstopper von Double Masters und ich habe natürlich auch einen Booster von Double Masters. Dieses eine Booster hängt schon seit Ewigkeiten bei mir, seit das Set raus ist. Und ich dachte mir, irgendwann später willst du es nochmal aufmachen, wenn dieses irgendwann später ist. Jetzt gucken wir uns mal an, ob es sich gelohnt hat, die ganze Zeit dieses Booster zu behalten. Seit fast einem halben Jahr. Naja. Eager Construct 2x2-2. Wenn es ins Spielfeld kommt, kann jeder Spieler Scry 1 machen. Orkish Vandal 2x1-1. Tappen, man opfert einen Artefakt, der fügt 2 Schaden auf einem Target zu. Okay. Cripswap, oh mein Gott, das Artwork ist süß. 3 Mana Tribal Instant Shapeshifter mit Changeling. Und man exiliert eine Kreatur. Der Beherrscher kriegt einen 1-1 Shapeshifter Changeling Token. Steel Sabotage. Ein farbloses, wollte ich schon sagen, aber es ist ein blaues. Instant. Man countert einen Artefakt-Spell oder bringt einen Artefakt-Zug auf die Hand. Weapons Search. Ein rotes Mana. Eine Kreatur, die du kontrollierst, kriegt +1/+0. Erstschlag bis zum Ende des Zuges mit 2 Mana Overload. So underrated, dieser Spell. Crushing Vines. 3 Mana Instant. Entweder zerstört man eine Kreatur mit Fliegend oder man zerstört ein Artefakt. Divian Salvager, 3 Mana 2/2, wenn er ins Spiel... Ne, was? Was? Wie komme ich denn, wenn er ins Spielfeld kommt? Gott! Man opfert eine Kreatur oder ein Artefakt und legt dann eine +1/+1 Marke drauf. Kann man nur machen wie eine Sorcery. Sanctum Spirit, 4 Mana 3/2, Lifelink. Man kann eine Story Card aus der Hand abwerfen, um dem Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges zu geben. Unsere erste Ankamen ist Rush of Knowledge. 5 Mana Sorcery, man zieht so viele Karten, wie die höchsten Mana-Kosten unter Permanenten sind, die man kontrolliert. Auroken Salvager, 4 Mana 2/4. Man bringt einen Artefakt aus dem Friedhof, Mana-Kosten 1 oder weniger, Zug auf die Hand, immer wenn man 2 Mana bezahlt. Galvanic Blast. Ein rotes Mana Instant, der fügt irgendeinem Target 2 Damage zu, mit Metalcraft fügt man 4 Damage zu. Und wir haben Carven Cranes. Tappen für ein farbloses, ein rotes oder schwarzes. Tappen, man kriegt 2 schwarze, 2 rote oder ein rotes und ein schwarzes. Und Toxic Deluge. 2 Mana Sorcery als zusätzliche Kosten, um diesen Zauber zu spielen, zahlt man 6 Leben. Und alle Kreaturen kriegen nur 6/-6. Oh, nicht schlecht. Ja, Cathartic Reunion. Und ein Dread Return in voll. Us. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.